just take girls that aren't me. Ja, ja, was da los, Leute, hier ist wieder der Benny und da haben wir von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und heute geht's weiter mit der Serie Top 5 und wir haben heute für euch die Top 5 geheimen Spielmodi und ich würde sagen, Hobner, leg gleich mal los. Genau, angefangen mit MW2, da gab's einige geheime Spielmodi und der erste ist gleich thermonuklearer Krieg, das war so viel wie es gibt eine Bombe, die muss eingenommen werden und danach schlagt eine Atombombe ein und man hat das Spiel gewonnen. Wie man das Ganze spielen kann, ist eigentlich relativ schwierig. Man muss die Konsole freischalten, weil der Spielmodus nie veröffentlicht wurde. Damals wurde spekuliert, dass der Spielmodus vielleicht als DLC eingeführt wird, aber ist nie passiert, so genauso wie mit den anderen, die auch so versteckt waren. Und ja, ich finde es eigentlich relativ geil, dass es sowas gibt. Man kann die auch im privaten Match mit Freunden zocken, wenn man eine Konsole hat. Und ja, ich habe ein bisschen getestet. Ich finde es auf jeden Fall geil. Genau. Dann gibt's noch, dann gibt es noch One Flag, Capture the Flag, das ist im Prinzip Capture the Flag mit nur einer Flagge und im Prinzip geht es darum, es gibt natürlich wieder wie immer zwei Teams und dabei gibt es ein Team, das muss die Flagge verteidigen und ein anderes Team, das muss ja die Flagge einnehmen, das heißt es gibt nicht zwei Flaggen, sondern nur eine Flagge, wobei ein Team diese Flagge verteidigen muss und das andere die Flagge holen muss und zurück zur Base bringen. Genau, ja. Ist eigentlich wie Capture the Flag. Ich glaube in Black Ops 2 gab es auch kurzzeitig einen ähnlichen Modus. Da gab es eine Flagge, glaube ich, in der Mitte und die Gegner musste die in die eigene Base zurückbringen im Black Ops 2. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ja, genau, stimmt. Auf Nuketown habe ich den gezockt. Ja, war genau. Relativ aber interessant. Bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, den haben die wieder rausgenommen. Also ich habe den zumindest in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Nee, ich auch nicht. Genau, dann kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Modus und der ist in Call of Duty Ghosts vorhanden, der heißt nämlich Geliefert oder Grind und den kann man nur im privaten Spiel zocken, das heißt, der wurde nie online freigeschaltet, dass man den im Multiplayer zocken kann und das ist im Prinzip eine Mischung zwischen Abschuss bestätigt und Blitz und im Prinzip geht es darum, einfach die Gegner zu töten, dann wie immer diese, wie heißen diese Medaillen da, diese Dogtags einzusammeln und dann muss man die aber erst zurück zu diesen zwei Flaggen, die in der Mitte der Map sind, also entweder zu der einen oder zu der anderen Flagge bringen und die dann quasi dort dann ja, zurückbringen und dann erreicht man erst einen Punkt und ja, finde ich ehrlich gesagt einen richtig geilen Modus, wo wirklich auch Teamplay gefragt ist, da geht es nicht nur darum, die Kills zu machen, sondern muss man wirklich erstens mal Flaggen, also diese Dogtags einsammeln und dann die Dogtags noch zurück zu den Flaggen bringen, ja. Finde ich auf jeden Fall einen geilen Modus. Ja, ist auf jeden Fall interessant und vor allem, warum bauen die das nicht in den wirklichen Multiplayer hin? Ja, auch eine Frage. Dann kommen wir zum nächsten Modus, der heißt VIP, auch in MW2 und da gibt es ganz standardmäßig zwei Teams und in jedem Team gibt es einen VIP. Wenn der getötet wird, dann wird man nicht respawned und der VIP hat ein Einsatzschild, also man muss versuchen den gegnerischen VIP zu töten, damit die Gegner nicht mehr spawnen und dann das ganze Team eliminieren oder man musste glaube ich nur den VIP töten, ich weiß es nicht mehr ganz genau und ist auf jeden Fall ein geiler Modus, wenn man den zocken kann. Ich habe ihn leider noch nicht gezockt, ich habe ihn nur testen können. Und ja, wäre mal interessant, das zu zocken mit irgendwelchen Leuten. Ja, finde ich auf jeden Fall auch einen interessanten Modus, wobei da natürlich relativ viel Verlass auf die Teammates ist. Das heißt, es wäre wahrscheinlich nur so ein wirklich Competitive-Modus, wo man dann wirklich ein Team haben muss, mit dem man sich auch ein bisschen absprechen kann. Ich kann mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass das online mit Random-Player funktionieren doch, könnte. Doch, funktioniert richtig geil, weil den Modus gibt es auch in Gears of War so. Und ja, der ist ohne Spaß, der ist richtig gut, wenn man dann VIP hat im Team, die bleiben auch defensiv und rushen nicht nach vorne. Natürlich ist es blöd, wenn jetzt der VIP einfach nach vorne geht und einfach stirbt, dann ist es für den Arsch. Aber normalerweise spielen die eigentlich relativ gut. Ja, aber sonst auf jeden Fall sicher ein interessanter Modus. Und dann kommen wir noch zu Arena. Ist im Prinzip Suchen und Zerstören ohne Bomben, das heißt man hat keinen Wiedereinstieg und dann wird einfach nach einer gewissen Zeit eine Flagge in der Mitte gespawnt und wenn man die einnimmt, endet das Spiel oder natürlich man tötet das gesamte Gegnerteam. Auch richtig geiler Modus, also ja, so wie man sich halt Arena vorstellt, einfach zwei Teams in einer Arena, die sich gegenseitig battlen und wer halt alle Gegner tötet, der gewinnt oder man nimmt halt diese Flagge ein, die nach einer gewissen Zeit einfach spawnt und dann ist das Game vorbei. Ja, und ich würde sagen, das war's mit den 5 Spielmodi, die wir da heute hatten. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Vielleicht gibt es wirklich noch mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch den einen oder anderen habt. Dann werden wir uns den angucken. Und ja, haben wir sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's wieder. Ich würde sagen, wenn euch die Folge mal wieder gefallen hat, spritzt den Like-Button ab. Und ich glaube, sonst haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.